schießen. Oh, noch ein ausgewichen. Kevin kann richtig gut ausweichen, wenn man es drauf hat. Wow. Einfach so fährt wie so ein betrunkener Esel, ne? Yeah. Willkommen zu einer neuen Folge GTA Online. Hallo Kev. Hallöchen. Den hat doch gerade so den Countdown geschafft zur Ansage, denn es geht jetzt los. Wir spielen eine weitere Spielliste, die nennt sich Flugmeilen. Und zuallererst spielen wir mit den Jets. Das ist wieder so ein bisschen storymäßig. Das ist alles so ein bisschen mit Flugzeugen, aber erstmal haben wir so ein Rennen so. Danach irgendwas mit, wo man irgendwas im Hangar, glaube ich, irgendwas versteckt ist. Das ist auf jeden Fall ja. Eine generierte Spielliste. Wow! Ha! Also es ist wirklich irgendwie so. Waffen sind frei! Hä? Ja, es gibt Waffen. Natürlich gibt es Waffen. Was zum Henker? Tut mir nicht weh. Aber ich tue euch weh. Was zum Henker? Es gibt Waffen, das wusste ich gar nicht. Und es ist ja auf jeden Fall irgendwie so, dass alles so eine Halbwegs-Story haben soll. Das finde ich irgendwie ganz geil. Ja, ja. Ich weiß auch noch nicht, ob ich es getan habe, aber ich gehe mal davon. Wow! Ich gehe mal davon. Oh, wow! Ich hab einen vernichtet! Oh, tu mir bitte nicht weh, ich bin nämlich Erster. Ich hab einen vernichtet. Ja, die ersten drei sind gerade gestorben. Nee, ich nicht. Ja, dann warst du Vierter, mein Freund. Ihr macht es wahrscheinlich schon fleißig, aber wir sehen es noch nicht, weil ich es hier am Stück aufnehme. Dass ihr uns fleißig Spiellisten rein in die Kommentare schreibt, dass wir bei der nächsten Aufnahme dann die von euch präferierten Spiellisten halt benutzen können. Dass es so leider geht, dieser Level-Editor. Ich dachte eigentlich schon, der geht besser. Also da konnte man ja auch eigene Level sogar machen. Vielleicht, wenn ihr eigene Level habt, kann man die vielleicht auch in den Spiellisten... Klar, es gibt bei den Spiellisten, in den Spiellisten gibt es auch eigene Level. Ich glaube, wir haben, das sind zum Teil jetzt im Moment dieses Rocks erstellt. Ich habe, das Coole ist halt, man kann im Browser, ich habe das nebenbei hier offen. Jetzt muss ich mich aber kurz konzentrieren hier. Es ist kurz spannend. So. Ich auch. Ich bin Zweiter, bin sogar hinter dir. Klar, bist hinter mir, mein Lieber. Da kann ich sehen, was da alles noch für Challenges kommen und so weiter. Wir haben jetzt vier Stück in dieser Spielliste. Das finde ich ziemlich chillig cool. Was halt mega geil ist, wenn ihr halt eigene benutzt. Eigene, die wirklich sehr, sehr cool sind. Weil in Spiellisten ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, höher darauf zu treffen als... So. Ich glaube, du kannst die auch nicht mehr getroffen werden, weil ich habe jetzt auch schon so einen Abstand zu dem dritten Platz. Ich fliege einfach gut, Kev, Mann. Nein, ich habe auch Geld auf mich gesetzt. Wehe, das wird nichts. Du hast so Glück gehabt, weil ich war Erster. Nee, ich war Zweiter. Ich habe den Ersten getötet. Der Dritte hat mich überholt, den habe ich auch getötet. Nee, weil er mich reingeflogen ist. Und dann sind die ersten drei Plätze weg gewesen. Ja, ich bin aber gut, ne, ich habe auch welche abgeschossen, ich bin gut geflogen, habe ich ein bisschen rausgehalten, das war schon, es ist nicht so, dass ich komplett unverdient an der Spitze bin, mein Lieber, ja? Also du bist auf jeden Fall nicht verdient vor mir, das muss ich sagen. Ah ja, whatever. Ich glaube, ich war besser, ich habe mehr Kills, ich habe euch 4, 5 Leute weggekillt. Mhm. So. Das nimmt er nur so hin, mhm, ja, ist klar. Na, aber du, Mann, weiter, ich flieg hier. So. Wir machen natürlich nur Spaß, in Real Life mögen wir uns. Nein. Ich schon, ich mag den, auch wenn er mich nicht mag. So, ob du willst oder nicht, ich mag dich. Ich nehme jetzt, die schon auf den Kopf, nehme ich die. Also ich sehe dich auch schon, ein Checkpoint immer vor mir. Hast du gesehen, wie ich auf den Kopf die genommen habe? Gehen die jetzt auch auf den Kopf? Ja, ja. Nee, doch nicht. Okay, jetzt sind wir aber langsam in der Stadt, wo es ein bisschen kritisch wird. Ja? Weil man sich schneidet wieder? Nee, weil doch auch, aber weil man ein bisschen so zwischen den Gebäuden durchfliegen muss, so ein bisschen, ne? Wow! Für mich kein Problem. Weiß nicht, ob es eins für dich sein könnte. Oh. Ah, ich sehe schon das Ziel. Ich bin gleich da. Oh, wow, wenn ich das schaffe auf den ersten Platz und die Wetten angenommen wurden, habe ich richtig Cash gemacht. Oh, bitte. Ich brauche Cash. Ja, das wirst du schaffen, das wirst du schaffen. Jetzt ist easy. Oh Mann, Alter. Und ich bin auch noch Zweiter. Ich war sowas von Erster. Und dann kommt der Dena so. Und dann kommt der Dena so, Mann. Gewonnen, ich hab gewonnen, ich hab gewonnen. Ja, 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 ja. Meine Güte, ich bin Zweiter. 5400 gab's schon mal so einfach. Fast Level 27 bald. Alto Belli, Zweiter, jetzt kommt's. Wie viel habe ich gekriegt? Weiß ich nicht. Entzieht sich meiner Kenntnis. Jetzt fliegen wir da schön. Oh, richtig 3700. Schön. Nicht schlecht, Kev. Und... Ja. Ich mache einfach nichts. Warum mache ich denn nichts? Ich hätte wohl nicht ausgewählt, was ich mache.
Hä? Oh, die Wetten kamen nicht zustande, sonst hätte ich noch meine Wette gewonnen. Oh. Ich sehe noch gar nicht. Ah, jetzt. Die sind alle einfach was noch nicht. Was macht Dena? Die sind einfach alle noch nicht mal auf. Aber wie langweilig der ist. Der steht nur da. Der macht noch nicht mal den Trockenfick oder so. Oder die Spermadusche. Das der macht nichts. Ja, weiß einfach mal. Ich drücke meine Freude innerlich aus, weißt du? Finde ich gut. Daumen hoch. Was ist denn los mit den ganzen Menschen da? Was brauchen die in so Ewigkeiten? Ja, die haben sich am sind? Ende schießt man sich doch übelst ab, wenn man stackt. Du hast ja Glück, weil du dich irgendwann abgesetzt hast. Ich bin einfach direkt weggefahren, jo. Es war Glück, das war nichts weiter als Glück. Ich weiß, es war definitiv. Am Ende es hatte einen Skill. Ich hatte Glück drin. Ich möchte aber kurz die Zeit nutzen, hier um euch zu sagen, ihr könnt mit uns spielen, indem ihr entweder in die Kev-Crew oder in die Dena-Crew geht. Ja, sucht einfach nach Dena's Youngest. Oder wie heißt deine Crew, Kev? Null Kev. Null Kev. Ich musste die Null nehmen, weil nur Kev ging nicht. Ich auch den Link auf Twitter heute mal gepostet, dass ihr halt bei uns mitspielen könnt. Ich glaube, es geht jetzt gleich weiter. Wenn ihr in der Crew seid, könnt ihr halt, wir laden immer, wenn wir Spiellisten machen, dann laden wir immer Leute aus der Crew ein. Außerdem werden wir jetzt in Zukunft immer auf Twitter posten, wenn wir loslegen. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel auf Twitter gepostet, dass wir loslegen, weil wir können ja auch Spieler mit ähnlichen Fähigkeiten einladen und dann bekommt ihr auf jeden Fall, egal wo ihr online seid, diese Nachricht aufs Handy. Ja. Und dann könnt ihr einfach dabei sein. Okay, Dena, du bist auf dem ersten Platz, ich auf dem zweiten. Der wieso hat der hinter mir? Fortfahren, Kev. Drück fortfahren. Wieso hat der Typ? Drück fortfahren. Wieso hat der Dritte genauso viele Punkte wie ich? Weil er so schön ist, so schlau ist, so absolut unglaublich. Weiß ich nicht, keine Ahnung, aber du hast nur 12. Ich hab immerhin mehr. Ich hab auch nicht so viel mehr dafür, dass ich Erster war. Ich könnte mich auch beschweren. Ich kann für 29.000 Munition für alle kaufen. 29.000. Sehr, sehr geil. Dass ich überhaupt so viel Geld hab. 32.000 habe ich. Ich hab. Wieso kommt keiner mehr rein? Keine Ahnung, aber so ein Starter einfach. 7 Leute sind auch viel. Bevor sich Trevor direkt an der Landebahn am Alamo sieht, sich hätte kämpfen die Drogen. Ich lade kurz ein. Und des Sandy Shore Flugplatzes um die Ware. Wenn sich eine Bande die Ware aus dem Hangar des Gegners schnappen kann, gehört sie ihm. Es ist also jetzt mal ein. Ne, es ist alles so ein bisschen so halt mit Fliegen, dieser Spielliste, so verbunden. Aber es geht diesmal auf einem. Bitte kämpf Starter einfach. Bin ich blöd? Ich kann gar keine einladen, weil sonst wäre doch die Spielliste kaputt. Ha? Ja, keine Ahnung, genau. Deswegen. So. Also das Ding. Ja, der eine macht schön Trockenvögel hinten. So gefällt mir das. Ich habe Snack-Essen als Gewinneraktion. Keine Ahnung, warum das gerade eben nicht kam. So. Auf jeden Fall. Diesmal habe ich Geld gesetzt. Ich weiß nicht, ob ich Geld gesetzt habe. Wir sind aber nur 3-4. Das ist nicht ganz so nett. Wir müssen jetzt aber, es gibt so ein Capture-Ding. Es gibt irgendwas da im Hangar und wir müssen das halt uns holen. Ja, schade ist halt nur, wir sind zu dritt. Also ich und mein Team zu dritt und das ist natürlich kacke. Ich bin im anderen Team als du. Genau. Das heißt, wir spielen sowieso 3-4. Aha. Und die haben alle lilane Waffen, Kev. Das ist nicht gut. Die können wohl, glaube ich, nicht so viel. Lilane Waffen, das ist doch Gewinner. Ja, okay. Go, 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 go. Auf wen schießen hier denn? Stiehl die gegnerische Reisetasche. Ach, und ihr müsst unsere Reisetasche holen, oder wie? Müsst ihr unsere Reisetasche holen? Das kann sein. Hab ich jetzt schon eine Reisetasche? Nee, die Reisetasche ist das Grüne, glaube ich, da. Okay, das Schöne ist, wir haben Flugzeuge. Habt ihr auch Flugzeuge? Also ich möchte ja nicht verraten, ob wir welche haben oder nicht. Fliegt und stürzt ab! Ihr habt Flugzeuge? Wieso habt ihr Flugzeuge? Wir haben keine Flugzeuge. Ich hab mein Flugzeug schon kaputt gemacht. Ja gut, weil ich hatte gar kein Flugzeug. Ist ja unfair, wenn ihr Flugzeuge habt. Du hältst dich da raus, mein Freund. Ich komme mit einem Boot an. Du hältst dich da raus. Wenn du nur aufs Wasser guckst, kannst du mich vielleicht sehen. Zum Glück gibt es weitere Flugzeuge hier. Oh, wieso habt ihr so viele Flugzeuge? Da könnt ihr ja voll ihr habt auch Flugzeuge. Nein, haben wir nicht. Lüge. Ich kenne dein Lügengesicht. Und ihr habt doch noch bessere Flugzeuge, weil wir so einen hässlichen Doppeldecker haben. Guck. Der kommt gar nicht hoch. Ich bin die ganze verdammte Strecke lang gefahren und das explodiert am Ende. Explodiert. Oh Mann. Wo müsst ihr denn hin? Ach, unsere Tasche holen? Was macht denn dieser Idiot, Alter? Der ist in meinem Team und tötet mich. Wir sind nicht nur schon 3-4. Na, okay. Oh. Jawohl. Ich bin getötet, den Dieb. Oh nein. Oh nein.
Oh, oh, da ist ein Gegner. Nein! Ah! Da, das bist du gewesen! Nein! Ich hab da die ganze Zeit gewartet. Der kriecht da rum, das wusste ich. Der macht die Mücke. Ich wusste, dass du das bist. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Wieso fahre ich rückwärts, wenn ich nach vorne drücke? Hallo, wieso trifft er dich nicht? Ich bin geschützt, weil ich so schön bin, so schlau bin, so absolut unglaublich. Alter, das Flugzeug ist kaputt, das fährt nur rückwärts. Nein! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Wieso? Wie kannst du das überleben? Weil ich gut bin und schön bin und schlau bin und absolut unglaublich. Ich bin nicht im Auto. Nein! Ja! Oh. Fuck! Was kann ich sagen hier? Da ist die Tasche. Ja, Kev. Wenn wir uns gegenseitig versteckt haben und dabei. Ja, wir haben eure Tasche aber. Hä? Wir haben eure Tasche. Hä, ihr habt die? Ja, einer bringt jetzt einen Punkt ab. Nein. Oh. Scheiße. Ja. Verdammt. Punkt. Warum, was ist denn mit meinen Freunden? Leute, sollen die Punkte holen? Was haben denn meine Freunde die ganze Zeit gemacht? Wo sind die denn überhaupt? Seid zu viert, mein Freund. Ja, aber die sind ganz woanders. Die spielen ihr eigenes Spiel. Hallo, hol weitere Punkte. Ich verteidige. Die machen wirklich, die machen ihr eigenes Ding irgendwo. Keine Ahnung. Die sind einfach weggeflogen. Die machen einen Ausflug oder Picknick oder so. Ich verteidige, Freunde, lauft! Ich hoffe, ihr hört mich! So. Ja. Man sieht sich aber nicht auf der Karte eigentlich, ne? Oder sieht man sich? Nur wenn man schießt. Okay. Oh, ich hab irgendwas gehört. Ja, okay, vielleicht haben wir schon eure Tasche. Nee, ich weiß, das sieht auf die Map. Na, scheiße. Vielleicht kommen wir auch wie Maulwürfe aus dem Boden. Vielleicht gibt's einen Geheimgang unten ja, im Boden. Nein! Alter, die scheinen unsere Butze jetzt zu stürmen. Da müssen wir aufpassen. Das Gute ist... Das Gute ist... Weil wir alles kaputt gemacht haben an Flugzeugen hier, könnt ihr nicht so mir nichts, dir nichts wegfahren. Ich würde aber gerne jetzt schon ein Flugzeug haben, bin ich ganz ehrlich. Dena, yo, hat die Tasche! Ja! Mann! Ich bin genau in der Tasche gelandet und wollte sofort wieder weg, aber leider habe ich vergessen, dass ich keine Flügel habe, um auch wieder wegzufliegen. Schade, 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 Schokolade. Unbedingt. Was? Die Folge geht schon 23 Minuten? Boah, Kev, das ist lange. Ja, glaube ich nicht. Eine Mega-Folge. Don't think so. So. Ach nee, gar nicht. Stimmt ja. Wir haben ja lange auf vorne hier. So. Eingestiegen. Da ist einer bei der Tasche. Ja, ja, wir müssen jetzt einfach mal die Taschen holen und gewinnen. Nein, er hat mich gekriegt. Freunde, tötet ihn, fahrt da nicht nur rein! Oh, Lin Galaxy, Lynx Galaxy. Könnte er schaffen. Er könnte uns den verdienten Sieg sehr, sehr nahe bringen. Er könnte es schaffen, aber das darf er nicht. Ich hoffe, er tut es. Hat er es geschafft? Er hat euch zusammengeschossen, ne? Und ja, aber er muss doch das Ding in eure Base bringen. Ja, ja, und müssen das Ganze dreimal machen. Obwohl, wenn die Zeit. Ja, wenn die Zeit ab. Wenn die Zeit. Nein, und schon wieder. Ja, aber es war nicht derselbe. Leute von uns, jetzt merkt man wirklich, jetzt seid ihr im Vorteil, weil drei Leute campen von euch da einfach und wir können ja nichts machen. Ihr könnt locker was machen, Alter. Ich war noch nicht mal da, Kev. Tasche ist schon wieder. Sicher? Ja, wo ist die Tasche? Sicher? Ist die Tasche sicher? Nein, Mist! Haben wir die Tasche oder nicht? Hä? Nee, habt ihr nicht mehr. Wurde wieder reingelassen. Hä, warum ist er nicht weggeflogen oder weggefahren? Hallo, wenn wir ihn die ganze Zeit belagern, mein Lieber. Ja, siehst du, das ist ja hier. Wow, kurzer Leck bei mir hier. Oh, da kommt jemand mit dem Düsenjet, das sieht man schon. Okay, das ist jetzt die Frage. Die macht einen Düsenjet? Ich würde jetzt gerne auch ein Flugzeug nehmen. Ja, wir haben die Tasche. Es muss den einsammeln hier. Dann herkommen. Oh, kommt schon. Nein! Mist! Tasche, 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 Tasche! Komm schon, Freunde, jetzt sind die alle abgehauen. Sind die alle abgehauen. Oh, ich möchte meinem Teammate helfen. But it's not that easy to land such a thing here.
Ich möchte landen und ihm unten wegfliegen. Keine Handgranaten. Hier. Oh, ist er tot? Er wird verfolgt, glaube ich, ne? So. Nein! Der ist übelst gut! Der springt ganz halt zur Seite! Dieser Florix, der ist echt gut. Der hat echt verdient, einen Punkt zu machen, ey. Los, komm! Der ist richtig gut. Oh, scheiße, wie sind wir hier abgeschossen? So! Komm schon, Freunde, wieso? Oh, komm her gelaufen, komm her gelaufen, komm her gelaufen, los, los, los! Go, 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 go! Muss doch irgendwer schaffen, jetzt hier den zu töten! Komm her! Ah, ich helfe ihm, ich helfe ihm! Lol, da ist keiner mehr aus meinem Team! Ich kann nicht vorwärts fahren! Keiner aus meinem Team, der Death! Scheiße! Oh, oh mein Gott, das ist abgestürzt neben uns, aber we don't care! Soll da alleine sein? Was ist das denn für ein asoziales Pack? Ah! Dena! Ja, was ist? Was ist mein Team für ein asoziales Pack? Das war eine super gute Aktion von mir. Ich habe ihn im Flugzeug abgeholt. Ich glaube, ich bin aber keiner verteidigt mehr von uns. Mhm. Was sollt ihr noch verteidigen? Die Tasche ist ja weg. Ich drehe hier durch. Diese Flugzeuge sind so scheiße. Diese Doppeldecker-Flugzeuge. Das ist kein Doppeldecker. Achso, ihr habt Doppeldecker. Stimmt. Ja, die kriegen keinen Speed. Man kann damit nicht starten. Das ist aber mit denen, ich glaube, die sind vom Flugverhalten sehr ähnlich so. Den Dingen, die ich habe, weil die sind auch sehr, sehr scheiße vom Flugverhalten. Ich bin die ganze Landebahn durchgeflogen und konnte nicht starten, Dena. Vielleicht, weil ihr das schon kaputt geschossen habt. Nein, frische Flugzeuge. Das ist komisch. Ganze Landebahn durch und man konnte kaum starten, gerade so. Mhm. Oh Mann, ey. Versuch's jetzt wieder. Seid ihr bei uns gerade? LOL. Seid ihr gerade bei uns? Woher hat der eine Bazooka? Ich hatte gefunden, weil er halt gefunden. So. Oh Mann, warum habe ich den nicht einfach aussteigen lassen? Oh, scheiße. Also diese... Ich habe doch gar kein Zeitlimit eingestellt. Wieso ist der jetzt auf 10 Minuten? So. Los, der kommt. Los, los, los. Meine Fresse. Meine Teammates, die raffen es gerade einfach nicht. Und Kev, jeden Moment haben wir unseren... scheiße. Irgendwie jeden Moment haben wir unseren Punkt. Ja, ich merke das schon. Aber ihr braucht lange, ne? Wenn dafür, dass du mit dem Flugzeug unterwegs bist. Ah ja, das Flugzeug ist halt mega langsam, ne? Ja, irgendwie schon, ne? Wir haben jetzt auch keine so krassen Flugzeuge. Oh Mann, Mann. Da, wir haben den Punkt. Ist da richtig rein, oder? Wir haben den scheiß Punkt nicht. Jetzt haben wir den Punkt. Müssen wir ins Häuschen gehen. Jetzt haben wir unseren scheiß Punkt. Steigt ein bei mir, steigt ein bei mir. Oh, und wir haben schon wieder die neue Tasche. Was? Was hat der? Ich hab doch Waffen ausgestellt. Ja, der hat eine übelst imbare Waffe. Ich hab angefangen auf den zu schießen, der hat mich vorher getötet. Wow, scheiße. Ich kann nicht fliegen. Weil ist der tot, auch verdient. Oh Mann, ich hab schon das Flugzeug kaputt gemacht, weil ich dumm bin. Wo ist denn euer Platz überhaupt bei Trevor oder was? Der Flugplatz, Mann, warst du noch nie hier? Bei Trevor? Einfach bei uns halt. War ich im Block, yeah. Ich hab halt die ganze Zeit nur gedefft. Ich glaube, jetzt werde ich aber mal einfach in den Angriff übergehen. Weil die Leute, die scheinen bei uns nicht zu verwandeln. Das ist hier der Unterschied. Ich möchte die Leute mitnehmen. Mann, noch 4 Minuten 30 für diese eine Challenge hier. Und danach kommen ja noch zwei, ne? Mhm. Das ist krass, das ist eine überlange Folge. Vielleicht müssen wir die schneiden. Vielleicht machen wir in zwei Folgen, weiß ich nicht. Weil wenn die wirklich so lang ist... Wir können auch die Wartezeiten rausschneiden. Das hätte ich nicht gedacht. So. Ich kann auch gleich nebenbei mal schauen, was das für Challenges sind, ob das danach kurz sind oder genauso lang wie die hier. Na Kev, du hättest hier einfach einstellen können, dass man nur eine Tasche holen muss oder so. Ich konnte da nichts einstellen. Sicher, mein Lieber? Ich habe auf die Zeit geguckt, da konnte ich keine Zeit einstellen. Das war mir nicht sicher. Ja, und vielleicht, dass man nur einen Punkt sammeln musste? Ich glaube, das geht nicht. Das ist immer standardisiert. I don't know. Ja, da kommt ein Zug. Da kommt ein Zug? Weg der Schutz. Oh, da oben ist jemand. Da oben ist jemand. Nein! Oh, ich wollte aussteigen! Ich wollte schießen! Wo ist das scheiß Flugzeug hin? Hab hier Angst! Mist. Das wäre jetzt wirklich mega kacke, wenn mich jetzt jemand erwischen würde! Scheiße! Einer von euch hat unsere Tasche eingesammelt! Oh! Sehr geil, sehr geil, sehr geil! Und irgendwas abgestürzt! Scheiße, ey! Jetzt muss ich hier einmal drumherum fahren um die Scheiße hier! Der hat unsere Tasche! Was macht der da? Noch 3 Minuten. Es geht echt nach Zeitlimit, glaube ich, wer dann nach mehr Punkte hat. Ja, ich habe mit dem Flugzeug! Hm?
Der ist gerade mit dem Flugzeug gestartet. Der ist in dem Flugzeug gestartet? Ja. Von uns oder wer? Oder von euch? Von uns. Ja und? Wo ist jetzt die Information? Was möchtest du sagen, Kev? Sag doch! Das darf ich dir nicht verraten, sonst spoiler ich für dich, dann gewinnst du. Komm schon. Boah, scheiße, ey, wir schaffen es gerade, wir sind gerade so blöd einzusteigen. Der muss es schaffen. So, scheiße, was tun wir hier? Schafft, ja, der ist auf dem Weg zu euch oder wie mit der Tasche? Ich weiß von nichts, ich will es nicht sagen. Boah, Kev, ich sehe das doch, ich sehe das doch. Unsere Tasche ist in eurer Hand und ihr landet gleich. Verdammter Mist! Verdammter Mist! Aber einer von uns hat jemand von euch gekillt. Und der Galaxy. Und ich glaube, der wartet nur drauf, dass der an. Oh! Ja, dass das der kommt schwierig. Und dann schießt er ihn um. Es ist halt blöd, dass wir nur zu dritt sind. Ah, Kev! Kev, darum darfst du nicht alles dran festmachen. Ihr habt schon gute Leute da. Guck mal, ich bin sozusagen Minuspunkt schon für mein Team. Warum, der soll jetzt loslegen hier? Da, das los! Ding ist alles kaputt hier! Ich warte Bam. In eurer Base, das ist das Ding! Alles kaputt schießen hier! Er sagt, ihr habt bessere ihr habt schon gleich viele Flugzeuge. Ihr habt die gleichen, viel bessere Flugzeuge als wir. Nein, wir haben die Dodos. Ich hätte lieber euer Flugzeug gehabt. Ja, das sagen sie alle. Hm? Sagen auch alle, weil es so ist. Das sagen sie alle. Ja, der war nicht schlecht. Was, habt ihr noch unsere Tasche? Die wurde ja fallen gelassen irgendwo. Ja, dann habt ihr die nicht mehr. Aber wo ist die? Ich sehe die auf dem, der war da nicht mehr. Hm. Ja, er sagte gleich, man kann in einer Sekunde hier direkt starten mit dem Flugzeug. Geht ja. Beim Doppeldecker nicht. Bist du bei uns? Ja, ich dachte eigentlich, er gibt die schnell ab, dann wollte ich direkt die nächste Tasche einsammeln. Unsere Tasche ist da hinten irgendwo. Au! Ihr habt mir wehgetan, dann bin ich gestorben. Ich will die Tasche haben. Ja? Du willst sie haben? Ja. Willst du sie wirklich haben, mein Lieber? Ich will die haben, ich komme jetzt zur Tasche. Ich weiß, ach, nicht mehr. Alter, es gewinnt der. Oh, ist das scheiß Flugzeug. Es gewinnt der, der jetzt die letzte Tasche abliefert, ne? Sonst unentschieden. 40 Sekunden noch. What the fuck? Uns hat aber auch die Tasche fallen gelassen. Schneller respawn, schnell! Wir sind noch gleich da! Wir haben 1-1, komm! Nein, ihr seid nicht gleich da! Lebt noch einer, aber einer von uns lebt noch bei euch, oder nicht? Nee, der ist gestorben hier, der Galaxy, oder? Komm schon, da ist doch die Tasche, nimm sie mit! Fuck! Oh nein, 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 nein! Oh Mann, jetzt werde ich angestopft! Ich werde angestopft! Oh, das Gute! Bin ich nämlich schnell abgekommen! Aber es war schlecht, weil deswegen brenne ich jetzt und deswegen kann ich nicht mehr fliegen. Gib die Tasche ab, Freunde! Komm schon! Nein! Noch 10 Sekunden! 9! 8! Ja, komm! 7! 6! 5! Abgeben! 4! Abgeben! 3! Nein! Ja! Nein! Abgegeben, Baby! Das Leben hat keinen Sinn mehr! Oh nein! So gefällt mir das! Gewinner! Hier stehen die Gewinner und da sind die Verlierer. Alter, es gab trotzdem 7.000 für mich. 14.000? 14.000 hast du bekommen? Ja. Holy shit. Und hast du das gesehen? In your face! Bam! Ich habe immerhin trotzdem 7.000 bekommen. Ich habe auch was dafür geleistet. Einen habe ich relativ gut abgeholt und so weiter. Ja. Bin 14 Mal gestorben. Läuft. War cool, aber zu lang. War wirklich sehr lang. Und dafür, dass wir nur zu dritt waren, also Schande. Eigentlich hätte man da einstellen müssen. Wieso bist du erster Platz noch? Ich habe 12 Punkte bekommen aus der zweiten Challenge, weil ich da auf dem zweiten Platz war. Und du hast auch 12 und 15, aber ich hatte erst 15. Das ist so unfair. Ah, Kev, ich bin halt auf dem ersten Platz. Gut, warst du nicht. Und jetzt kommt. Wir sind jetzt voll, das heißt, wir können direkt loslegen. Zeitlimit 5 Minuten mache ich jetzt. Ja. Um das Fahrzeug-Deathmatch. So. Also spielen direkt. Yep. Okay. So, es kann losgehen, Baby. Bereit zum Spielen. Wieso habe ich nur verfügbares Geld nur 12.900? Ich dachte, ich habe vorhin was gewonnen. Hast du wieder was verloren? Du hast immer ein paar Dollar fallen lassen, als du gestorben bist. Die habe ich mir schon eingesammelt. Was, ernsthaft? Natürlich, die habe ich immer schon eingesammelt. Nein, ist doch Schwachsinn. Na klar. Ich hatte über 30.000. Du hast doch nicht über 30.000 wieder nicht verloren während des Spiels. Du hast wirklich immer was fallen lassen, so 40 Dollar oder so? Ja, 40 Dollar, aber nicht 5. Geil. So, okay, Fahrzeug-Deathmatch? Ja, mit Buzzards. Da wird es jetzt gegenseitig ein bisschen abgeschossen, mein Lieber. Das wird natürlich sehr sexy, würde ich mal sagen, wa? Ja, ja. Und es ist komplettes Deathmatch, jeder gegen jeden. Oha, da wurde schon der erste gekillt. Da. Und, krieg ich den ersten Down? Den ersten Down hat schon jemand anders, glaube ich.
Oh, scheiße, Alter. Wie alles so mega durcheinander geht. Oh. Alter Schwede. Komm schon. Das ist echt hart mit Versatz. Jetzt. Schuss. Schuss. Was? Und Tor. Zum Henker. Du hast auch noch keinen gekillt, ne? Nein, nein, nein. Was zum Henker? Also ich hab das, mir wurde gesagt, Raketen sind mega ineffizient, aber ich kann einfach mit dem anderen nicht schießen. Mm. Oh, ich hab einen gekillt. So. Oh. Wow, wieder einen ausgewichen. Oh. Noch einen ausgewichen. Kevin, man kann richtig gut ausweichen, wenn man es drauf hat. Wow. Und einfach so fährt wie so ein betrunkener Esel, ne? Das ist voll witzig, wenn man ausweicht. Wow, komm runter hier. Komm schon. Ich möchte da unten hinzielen. Los. Los, ziel da unten hin. Oh, scheiße. Nein. Ha? Schon wieder down. Es ist aber wirklich schwer, jemanden zu treffen, wenn man ausweicht. Alter. Alter, ich muss jetzt konzentrieren. So, jetzt konzentrieren wir uns, Freunde. Jawohl, ich habe ihn getroffen. Los, 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 los. Und? Jawohl, Killserie, mein Lieber. Alter, Belly. Den dreht jetzt durch. Oh, und den hier schieße ich einfach ab. Oh nein, schaffe ich nicht. So, oh, man kann aber keine Täuschkörper haben. Was zum Henker? Ne? Egal wie ich fliege, die treffen mich. Ich habe noch keinen einzigen Kill, Alter. Ja, also ich schaff's auf jeden Fall mal auszuweichen. Oh. Und Kill ist nicht so schwer. Mit Raketen mache ich die meisten. Es ist aber schwierig, an Höhe zu gehen, weil die sind, glaube ich, ganz oben, oder? So weit oben bin ich auch nicht. Ich versuche eigentlich immer runter zu gehen und dann die Rakete hat irgendjemand dran getroffen, glaube ich. Deswegen wurde ich nicht getroffen. So, wo ist der da unten denn? Und du darfst dir nicht immer den Rücken zuwenden zu den anderen. Wow, und dann immer schön ausweichen, Kev. Wow! Ich frage mich, wieso ich ihn nicht treffe. Ah, die schießt! Ich hatte den, weißt du, er wollte mich hinten treffen, dann bin ich so ausgewichen, hat er unten getroffen, leider. Ich frage mich, wieso ich ihn nicht treffe. Oder? Leute, jemand anders hat den abgestaubt. Ist das ein Penner? Oh. Das ist ein Penner. Versuch jetzt wirklich mal mit Maschinengewehr. Nick, ich mach gar nicht mit Maschinengewehr. Also es kann sein, dass man es damit auch gut schaffen kann, aber ich mach's gar nicht im Moment. Und bin damit auf dem ersten Platz zusammen mit einem anderen. So. Komm schon. Wo seid ihr denn alle? Du musst nah ran mit den Raketen, damit du auch gut treffen kannst. Weißt du, weil sonst hast du zu viel Zeit zum Ausweichen. Ja, ich merk das schon. Manchmal hab ich das Piep. Nein! Dena, Jo, hat mich verdient. Ich hab immer beide gleichzeitig der Junge, gekillt. Der dreht so durch. Er zieht mir wirklich die Hose hier aus, Alter. Das ist ja unfassbar. Ihr habt ihr seid eben kein bisschen ausgewichen. Ihr habt das doch beobachtet. Aber... Du musst richtig wegdrehen dann, weißt du? Stell dir vor, eine Rakete trifft. Der muss alles in der Welt tun. Der darfst du hier so ein bisschen so... Ja, wenn ich ein bisschen nach links fahre, dann passiert schon nichts. Ich hör den Zielsensor. Sound gar nicht. Da weiß ich, da kann ich nichts für. Ma. Wie soll ich denn so zielen? Hui! Shit. Ich bin noch in Führung. 3 Kills brauche ich noch oder 1 Minute ausharren. Wer weiß. Okay, so. So, hier sind irgendwelche Gegner. Oh, jetzt sind alle auf einer Haufen. Oh ja, ich sehe es, ich sehe es. Ich flieg hier wieder Gockel von Nottingham. Okay. Jetzt weiß ich aber gerade gut aus. Komm schon, komm schon. Oh nein. Oh, fuck. Von oben. Didn't see that one. 7-6 steht aber immer noch. Und es ist knapp, es ist knapp. Es ist, letztes Leben wahrscheinlich. Sehe hier noch nicht mal jemanden. Wo sind die denn alle? Kev, ich schaue aufs Radar. Und fliege dann dahin, wo sie sind. Boah, bei mir sind sie aber auch relativ weit weg, glaube ich. Oh. Oh, naja, geht eigentlich. Oh nein, steht 7-7. 7-7 und nur noch eine halbe Minute. Scheiße. Komm schon. Boah, der ist knapp über mir. Wow. What the fuck? Da, jetzt aber, der muss jetzt mal treffen hier. Ich brauche meinen 8. Kill, Mann. Jawohl, oh! Endlich! Ganz knapp, nur nicht. Endlich jemand vernichtet, Alter. Scheiße. Oh nein, weh, ich schaff's jetzt nicht mehr. Oh, das ist Kev. Nein! Das ist Kev und der Scheiß. Nein! Nein, und es steht 8. Nee, ich hab 8, ich hab hier 8, ich hab hier 8. Warum auch immer, wie ich auch immer, wie ich wen hier gekillt habe. Und Kev, ich höre dich gerade nicht. Kev, hörst du mich noch? Ja. Na gut. Ich lade gerade. Vernichtet. Ja, ich lade gerade mein Bild. Ich glaube, ich habe gewonnen, oder? Ja! Lol, wieso? Was ist mit Skype los manchmal?
Ja, Skype macht. Skype manchmal, es denkt nein, es sagt ja, es sagt hier, es ist da. Es sagt 10.990 für D-E-N-E-R. Es heißt DNR. Oh Mann, das ist Alter. King einen, einen lächerlichen Kill. Wenn du mich jetzt nicht. Du hast wieder nichts ausgesucht. Langweilig. DNR. Ich habe was ausgesucht. Ich habe Snackessen ausgesucht. Wieso macht ihr das nicht? Ich bin wenigstens nicht ganz lächerlich. Warum habe ich verloren bei der Wette? Ich habe eigentlich auf mich gesetzt, ich bin 100% sicher. Ja? Sicher? Ja, ich wette nie auf jemand anderen. Entweder ich wette auf oh mich Mann, oder auf Dena, jemanden. Alter. Jetzt habe ich Geld. Ich bin so weit abgerutscht. So weit abgerutscht, siehst du das? Kev, du bist sehr weit, du bist immer noch auf dem zweiten Platz. Aber du bist einfach 10 Punkte hinter mir, Kev, weil ich habe einfach jetzt 15 Punkte eingesammelt. Das war so, ey, du hast so abgesahnt. Jetzt gibt's spielen. Noch, das ist jetzt die letzte Challenge, ne? Mit Luft drin hinter dem Hügel. In schnurgeraden Stockendenfluglinien mit Maas von Leuchtturm Ergord ins westliche San Andreas und zurück zum Alamosee. Dieser Punkt-zu-Punkt-Kurs für Stuntflugzeug für dich über den höchsten Punkt von San Andreas. So. Den Gipfel. Go, des go, mach Mount weiter, Dena. Wir haben keine Chilean. Zeit. Ich hab schon fortfahren gedrückt. Du musst auch fortfahren drücken. Ich bin schon fertig. Ja. Jetzt wette ich wieder auf mich. So. Das meine Ding wette. Ist einfach nur. Ja? Setze 100 auf mich. Mehr traue ich mich nicht. Mehr traue ich mich ich nicht. Ich habe 2500 auf mich gesetzt, mein Lieber. Und ich sag dir, das. Mehr traue ich mich nicht. Ohne Witz. Ich sag dir, Kev, das wird was. Das ist wird das mit was. Waffen? War das mit Waffen hier? Ich weiß nicht, was du eingestellt hast. Ich glaube, das war Standard war. Nee, es war ohne. Nee, Stuntflugzeuge sind Waffen. Mist. Ja, weil die haben ja gar keine Waffen. Oh und Mann, du kannst ja nicht mit irgendwas anderem schießen aus dem Flugzeug raus. Ich starte zumindest als Erster. Ich starte. Ich starte als. Aber eigentlich als Erster. Ich bin als Erster. Aber wir sind wahrscheinlich nebeneinander gestartet, aber ich hab die Pole-Pose. Ah! Ja! Dena! Dena! Der Kev, das war meine Linie, du darfst doch nicht in mich rein. Das war meine Linie, wir sind doch nebeneinander gestartet. Du bist in mich reingeflogen, verdammt! Bist du hinter mir, so. Kev, das ist doch nicht wahr. Oha, wir sind jetzt alle gestorben, was ist los mit der Welt? Oh, Kev, du bist schon wieder fast in mich reingeflogen, wenn du das warst. Ich fliege, Alter, wie Pinocchio. Wie Pinocchio, wie fliegt denn Pinocchio? Ja, mit einem Holzbein, ne? Dena, ich berühre dich gleich wieder. Man steuert wirklich mit den Füßen ein Flugzeug, aber dieses Stuntflugzeug weiß ich nicht. Oh, Kev! Dena! Holy shit, Alter, was tust du denn bitte? Dena! Bist du unter mir? Oha, Alter. Wie sich alle ja. gegenseitig die ganze Zeit killen. Kev, du weißt, das hier ist eine Mount Chilida Challenge, ne? Also flieg einfach direkt in den Berg. Du, wir ey, wissen, ich hab dass den Fluch gebrochen, das weißt du. Ja, ja. Oh, Kev, bitte! Oh, Dena! Kev. Was machst du denn da? Du bist in mich reingeflogen, nicht andersrum. Ich werde dich mit runterziehen, ist mir völlig egal. Kev. Alter, was ist das für ein Rennen? Aber ich finde das grün. Geil. Ich finde es auch cool. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Ich finde das voll cool, so am Mount Chiliad entlang. Alter, weil es auch schöne Schluchten gibt, dann erkundet man die mal so. Du bist hinter mir, oder? Ja, ja, wow. Oh, was macht denn der da drüber? Der wollte das absichtlich fertig machen. Keine Ahnung. Vielleicht wollte er ja auch nur verwirren. Oh, ich hol die aber auf. Ich weiß nicht, die fliegen nicht so gut. Die fahren. Oh! Ja! Ich bin erster Platz! Shit. Was hier alles explodiert? Oh, ich bin fast Platz in den Baum rein. Ich bin fast in den irgendwo reingeflogen. Ich bin jetzt direkt hinter dir. Erster Platz, Mann. Ja, ja, ich bin direkt hinter dir. Und das werden meine 100 Dollar zu 2000 verwandelt? Die Quote war auf jeden Fall nicht gut für mich. Sag so, ich überhole dich aber einfach, weil ich besser fliege. Hä, ich kann doch nicht falsch fliegen, wenn ich Gas gebe. Auch wenn du so besser fliegst, wenn du so mit weniger Lenken fliegst und so weiter runter und so weiter. Du hältst deine Just. Du lügst und nicht mehr. Oh, Kev, einer ist direkt hinter uns, wie auch immer der das geschafft hat. Verdammt, Mist, das darf nicht wahr sein. Er hat dich platt gemacht, schön. Dena auf den letzten Platz, das ist ganz wichtig, damit ich genug Punkte kriege jetzt und aufhole. Scheiße, dann kannst du es echt noch schaffen. Ja, deswegen ja. Du musst Alter, weniger als 5 Punkte kriegen. Ich wurde echt auf den letzten Platz zurückgesetzt. Du musst, ja, geil. Du musst, verdammt. Verdammt, könnt ihr dich nicht bitte einholen? Du musst weniger als 5 Punkte. Wow, diese eine ist hart. Oha. Boah, hier vorne. Was? Einer holt mich gerade ein! Ja, fliegen besser als du. Nein! Scheiße, da vorne ist das Ziel und ich bin wirklich Letzter. Ja, bitte, diesen einen Punkt haben, bitte. Ich muss Erster werden! Oh nein! Ja, ich bin Erster! Oh, bitte, lass mich schaffen! Oh, bitte! Ich crash den dann lieber! Oh, ich hab ihn gecrashed und. Ich hab ihn gecrashed! 7000! Yes. Alter, 7000 noch kassiert. Okay, du bist Siebter? Einfach, ja, nein, ich war davor auch Siebter. Das heißt, du kriegst 5 Punkte. Mal oder? Schauen, mal schauen. Ey, ich hab 140 Dollar bekommen. Mhm, Bitches. So läuft das. Kev hat gewonnen. Und? Die gefällt mir. Ich hab was für Wettverlust, also mir scheißegal. Ich will nur wissen, ob ich verkehrt bin. Nein, den hätte Letzter sein müssen. Das könnte ihm gerettet haben.
Ey, wenn wir aber Punktegleichstand haben, dann zählt das als Punktegleichstand, ne? Dann steht dann da, wer erster steht. Nee, das ist ja unfair, aber das ist ja nicht korrekt. Doch. Das zählt ja die Endpunktzahl und nicht, wer zuerst die Punkte erreicht hat. Das war ja immer so, auch bei den Challenges, wo wir hatten, okay, welcher Punktegleichstand ist. Da muss im Vorfeld gesagt werden, sonst heißt es am Ende wieder Schummel. Okay, Kev, dann bin ich jetzt aber sehr gespannt. Erster. Gleichstand. Mann, du hast echt mit dem Crash alles rausgerissen, ne? Ja, und den Crash wärst mit du erster gewesen. Mit dem Crash, guck dir diese Challenge an. Guck dir, das ist identisch. 15, 12, ja. 12, 15, 15, 5, 5, 15. Krass. Aber ich fand, das war eine richtig, es war eine mega lange, aber es war eine überkrass, richtig coole Spieleliste. Und deswegen würde ich mich super freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben drückt, wenn es euch gefallen hat und wir auch sehen, ob es euch sowas gefällt. Und dann würde ich sagen, was das von der heutigen Folge. Geht ja online, schaut auch bei Kev vorbei, Link ist unten in der Beschreibung. Ich bin gerade im Urlaub, wir nehmen ein bisschen Voraus auf Twitter und Instagram, könnt ihr wahrscheinlich von mir sehen, was ich so im Urlaub treibe. Link ist in der Beschreibung. Wenn ich da Internet habe, checkt es einfach mal aus, vielleicht ist es so, vielleicht nicht. Und vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Bleibt geil, Leute, ciao, ciao.